bist du da bei uns in der Quelle in Bern. Schön, dass ich da sein darf, ja. Freut uns sehr, dass dieses Wochenende bei uns ein Seminar. Heute ist der Samstag und morgen geht es weiter. Mhm. Ich habe dir heute ein paar Fragen, so kurz so zwischen dem Seminar stellen wir dir mal so ein paar Fragen und bin gespannt, was so deine Antworten sind. Bist du bereit? Jawohl. Gut, meine erste Frage, was bringt dich zum Lachen? Ja, eigentlich, wenn man draußen sitzt, in die Sonne schaut, ne, da kriegt man schon, kommt man schon auch in die Verbindung mit der Sonne. Da kriegt man ja schon alleine so ein leichtes Lächeln dann auf die Lippen. Okay. Das ist eigentlich schön, wenn man sich das so vorstellt, wenn man dann so eintauchen kann, das so richtig wahrnimmt. Ja, genau. Und dann natürlich gerade bei den Seminaren oder bei den Sitzungen oder Meditationen, finde ich es immer ganz schön, wenn die Leute so in den Frieden reintauchen, wenn praktisch ihre innere Sonne wieder nach außen strahlt und sie in einen Zustand kommen von inneren Frieden, ja. So dieses innere Lächeln dann auch. Genau, ja. Mhm. Ach, schön. Ja. Sehr schön. Okay. Meine nächste Frage, was willst du in deinem Leben unbedingt mal gemacht haben? Oh, was noch? Ich habe schon ziemlich viel gemacht. Was ich noch gerne machen möchte, ja, gute Frage, muss ich mal kurz überlegen, da habe ich noch lange nicht so nachgedacht. Gibt es noch so ein Wunsch von dir? Eigentlich bin ich ganz glücklich in dem Moment, so wie es ist, genau. Habe eigentlich schon viel, bin schon viel gereist, habe viel gesehen. Mhm. Diese Wünsche habe ich mir eigentlich schon erfüllt. Das ist auch schön. Naja, wahrscheinlich bin ich gerade wunschlos glücklich. Das nehmen wir so. Sehr schön. Genau. Okay. Gibt es etwas, das du nie mehr tun würdest? Du sagst, oh, das habe ich gemacht, würde ich nie mehr machen. Ja, es gibt natürlich schon schlechtere Erfahrungen, wo man gemacht hat im Leben oder schlechte Entscheidungen. Letztendlich haben die, wenn man so zurückblickt, in diesem Augenblick ist es vielleicht noch schlecht, ne? Mhm. Wenn man dann so 10 Jahre zurückblickt oder noch länger, kann man natürlich eigentlich aus allem Schlechten wieder was Positives rausfinden. Mhm. Ich denke mal, wenn ich diese, ja, meine Vergangenheit nicht hätte, dann wäre ich heute auch nicht der Mensch, der ich bin. Ja. Dann habe ich auch diese Erfahrung nicht machen können. Genau, so ist es eigentlich schwer zu sagen. Die Zeit zurückdrehen kann man eh nicht, möchte ich wahrscheinlich auch nicht. Ja, ja, genau. Ist auch schön, alles was man erlebt hat ja auch seinen Grund. Genau, ja. Macht dich auch zu vor allem die schweren Zeiten haben mich wahrscheinlich auch spirituell sehr viel mehr wachsen lassen wie die besseren Zeiten, ja. Schön. No. Dann, was ist deine Macke? Hast du eine kleine Macke? Ja, dass ich immer genau sage. Kommt ist mir noch nicht aufgefallen. Sowieso ist so eine Videoaufnahme. Sehr gut. Das merke ich dann beim Videoschneiden. Können wir rausschneiden. Ja. Was würdest du machen, wenn du unbegrenzten Mut hättest? Was ich dann machen würde... Es würde dir auch nicht wehtun, wenn du etwas Mutiges machst. Eigentlich ist es ja, sind das schon die Voraussetzungen, die ein Yogi haben sollte. Ne? Also ja, keine Schmerzen empfinden, Mut. Genau. Stimmt. Vielleicht mal ganz was, ja... einfach irgendwo hinreisen, ohne Geld in der Tasche. Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich ist. Wahrscheinlich am besten im Land starten, wo es warm ist, ne, wo man dann auch vielleicht so irgendwo übernachten kann. Mhm. Sich auf das Leben einlassen. Mal komplett sich fallen lassen. Ja. Ja. Genau. Schön. Mhm. Ja. Dann hast du im Leben so einmal eine Kritik erhalten, wo du weißt, ah, diese Kritik hat mich weitergebracht, also es hat mir geholfen. Ja, klar, schon öfters, ja. Schon öfters. Ja, ist natürlich schon, am Anfang kommt das dann vielleicht auch ein bisschen das Ego rein, ne? Und dann denkt, na, kratzt ein bisschen an einem.
Ja, aber wenn man dann vielleicht nochmal zurückdenkt und ist schon immer gut, wenn man auch wieder Kritik erhält, ja, dass man überlegen kann, nochmal zurückschaut. Ja. Ja, genau. Bringt einen dann weiter. Vielleicht bin ich auch ein bisschen kritisch mit mir, ne, denke ich vielleicht auch manchmal. Nach Seminaren oder je nachdem, das hätte vielleicht besser laufen können oder dass man das noch besser aufbauen kann oder besser entwickeln kann. Ja. 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 Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Mhm. Machst du es, wenn man dir Fragen stellt? Das waren jetzt tolle Fragen, ja, genau. Es macht einem natürlich leichter, wie von alleine aus anzufangen. Mhm. Obwohl, wenn ich so Online-Abende mache oder so, dann habe ich immer ein bestimmtes Thema, wo ich so kurz ein paar Sätze sage und dann entwickelt sich das eigentlich, dann dreht sich das. Mhm. Hängt auch ein bisschen mit Medialität zusammen. Dann, was weiß ich, dann komme ich irgendwie in die Verbindung und dann spreche ich schon fast wie von alleine. Ne? Und dann fügt sich das zusammen. Ja. Aber so ist natürlich auch mal angenehm. Und bereitest du dich manchmal wirklich vor auf dieses Tagesseminar oder Wochenende? Oder kommt das so? Eine gute Frage, ja. Meistens bereite ich mich dann vor, aber letztendlich kommt es dann eh ganz anders, ne? Wenn man dann in der Verbindung ist, die geistige Welt, die lenkt das alles, ich gehe den Impulsen nach und ja, dann kommt es meistens, geht es in eine ganz andere Richtung. Ja, spannend. Ja. Schön. Vielen, vielen Dank auch für die Beantwortung der Fragen und schön, dass du hier bei uns in der Schweiz bist. Wir hoffen, du kommst bald wieder. Schön hier zu sein, ja. Vielen Dank. Vielen Dank auch, ja.